So, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Nier Gestalt. Ja, nicht wundern, dass ich jetzt hier bin. Also ich musste nochmal die ganzen Scheiße nochmal spielen. Die letzten, ja, Stunde, eineinhalb Stunden circa. Weil ab hier sich das Spiel, beziehungsweise die Aufnahme, irgendwie aufgehängt hat. Ich weiß auch nicht warum, fragt mich nicht. Naja. Ich finde, das ist eine wichtige Frage. Aber jetzt sind wir ja hier. Die Ernte war dieses Jahr erneut schlecht und die Leute fangen an zu hungern. Und unser Problem in den Wolfen hat sich auch verschlimmert. Die Flüchten. Sorry, ich wollte nicht dazwischen quatschen, Mann, war ein blöder König. Die Flüchten eines Königs sind überwältigend. Ich habe beinahe ein schlechtes Gewissen, ein Fest für meine Hochzeit abzuhalten. Finding light in the bad times is the mark of a true leader. I couldn't have spoken better myself. Your people deserve a moment of rest and celebration. Ich nehme an, dem ist so. And a man works better when he has something or someone to fight for. Trust me. This is a subject I know. Ja, das stimmt wohl. Arteriachi, wir sollten eine Regel draus machen. Ja, für den man kämpft. Ja, der Gedanke gefällt mir. Ich habe es nicht weggedrückt. Der Text hat sich alleine so schnell weggedrückt. Ich bin unschuldig. Aber keine Angst. Ich habe nicht so viel weit vorgespielt. Oh, nice! A wedding! Flowers everywhere. Everyone's happy. It's great. I'm kind of jealous. Aren't you kind of jealous, Kaine? Oh, come on. Ach, Kaine. Manchmal. Was ich gerade noch sagen wollte, war. Ja, keine Angst, ich habe es nicht so weit vorgespielt. Das ist jetzt nur die Hochzeit. Und danach hatte ich sowieso aufgehört. Glücklicherweise. Das ist halt nur doof, dass ich jetzt nochmal die Stunde nachspielen musste, aber okay, was soll's. Und wir müssen nochmal das Vieh auf der Brücke machen, das ist jetzt mehrmals nicht aufgetaucht und ich dachte jetzt, ich will jetzt nicht noch eine Stunde deswegen hin und her reiten, bis es irgendwann random auftaucht. Also dieser Shadow. Aber egal. Wir fangen jetzt, also wir machen jetzt weiter. Igiuto Lasenchi Koi Arteria Shirusu Yorinchi Kochite Saito Zuse. Und somit bitte ich euch, vor unseren geliebten Gästen gemäß Regel 904 euren Bund mit einem Kuss zu besiegeln. Diese Dinge waren immer schon schwierig für mich. Das ist so hübsch. Ich mag die Maskenmenschen irgendwie. Wieso greifen die uns jetzt an? Ach echt. Ist mir das noch nicht gesagt, ich das niemals erkannt. Okay. Ich muss sagen, es wäre jetzt. Opponent has the power to reflect magic. The wolves appear to be targeting you. Ach echt. Ich bin ja hier auch das Hauptziel. Weiß manchmal. Manchmal fällt mir nichts mehr zu dir ein. Danke, Kaine. Du bist die Beste. Wo ist denn der Wolf? Da ist er. Okay, ich würde sagen, ich drücke nur falsch rum. Wir nehmen mal eine Magiekapsel. War es jetzt richtig? Ja, war richtig. Muahahahaha. Bleib weg. Nein, nein.
Wie kamen die überhaupt so fix in die Stadt, ey? Hier! 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 Asate! Sasio! Gestern! Kaiser! Gusa! Chi! Anchi! Wale! Fia! Conta! Yoini! I would rethink this course of action, King. Ahead lies a battle you cannot win. Kaizen Yori! Zafiadase! Nin! Zals! Zergan Zalsuna! Zorokial! Zodei! Ora Rikitago! Yuri! Peruatoru! Kaizen Tatodeku! Das ist so traurig. Die Trauer des Königs sitzt tief. Ich bezweifle, dass er es zurückstecken wird. Ich glaube, du hast recht. Früher oder später wird er die Höhle der Wölfe angreifen. Werden wir ihn alleine ziehen lassen? Natürlich nicht. Dann müssen wir uns auf den Kampf vorbereiten. Das wird nicht einfach werden. Ich weiß. Nun. Was als nächstes? Also ich würde sagen, wir gehen jetzt, ob der Brief von der jüngeren Brüder angekommen ist. Weil wir brauchen auf jeden Fall eine neue Waffe und dann können wir dem König helfen, würde ich sagen. Lass uns nachsehen, ob wir einen Brief von den Jungen im Müllberg erhalten haben. Jo. Was für eine scheiß Hochzeit, ey. Die arme Fira. Sie tut mir echt leid. Der König natürlich auch. Aber die Wölfe hatten es wohl auf den König abgesehen. Warum? Ich meine, was hat er denn gemacht? Hat er die Wölfe irgendwann mal angegriffen? Ich kann mich nicht daran erinnern. Also zumindest nicht, was er das irgendwann gemacht hatte. Sein Vater vielleicht, aber sonst. Schwierige Situation. I wonder if these people use the same mask for mine. I hadn't thought about it. I hope they wash those things. It's hard to believe there are plants that can grow in this desert. Yeah, this'll never work. How do you mean? I mean, if plants could grow here, it would be full of them. God, this can be so stupid sometimes.
you ever planted anything before, Kaine? Nope. Well, then you don't know. You gotta try things out for yourself. Indeed. Experimentation can often be the key to new knowledge. You guys sure are a bunch of optimists. You've been wearing the same shitty clothes since I met you. There is nothing more filthy than your underwear, Hattie. What, this? I don't wear the same one all the time. I have a different set for every day of the week. And every night I scrub them with soap and water. So you can bet your ass I'm cleaner than either of you. My word. Ja, ich muss gestehen, das glaube ich keiner. Ich meine, sie trägt eine weiße Unterhose. Man würde es voll sehen, wenn die dreckig wäre. Oh Gott, was für ein komisches Thema. Themawechsel. Wir reden nicht über Kaines Unterhose, bitte. Tja. Aber hauptsächlich, ich meine, kann man weiß überhaupt waschen? Er ist ein Buch. Tut man Bücher waschen? Ich glaube nicht. Der würde aber kaputt gehen. Okay, er ist ein magisches Buch, aber trotzdem. Warum gehe ich jetzt eigentlich in mein Heimatdorf? Moment, ich kann ja eh nicht zum Müllberg. Da ist ja noch gar kein Boot. Dann war es ja doch richtig. Außerdem habe ich ja nur hier Briefkasten, ne? Oder? Ja, super, ich habe mich erstmal... Ich hätte auch jetzt fast den Briefkasten vergessen. Ich will schon sofort zum Müllberg. Mann. Schlimm. Briefkasten. Hey. Du hast anscheinend einen Brief erhalten. Lieber Nier, die Verbesserungsarbeiten an eurer Waffe sind abgeschlossen. Die Waffe ist fertig und liegt jederzeit für euch zur Abholung bereit. Zudem habe ich eine persönliche Bitte an euch und hoffe, dass dies mein mit euch besprechen zu können, wenn ihr hier eintrefft, um die Waffe abzuholen. Viele Grüße, zwei Brüderwaffen. Ein neues Ersuchen? Wie? Der Junge war ziemlich nett zu uns. Wir sollten sehen, was er möchte. Auf zum Müllberg dann. Ja. Außerdem ist er ganz alleine. Ich meine, er hat niemand mehr. Er steht seiner Mutter, weil sie unbedingt mit ihrem komischen Kerl abhauen musste. Dann darf er zugucken, wie sein Bruder stirbt, weil er denkt zwar, es wäre dieser komische Roboter gewesen, aber eigentlich so, ja, mehr oder weniger selber schuld. Ach, der hat's nicht leicht. Naja, irgendwie hat's ja keiner hier in diesem Spiel leicht, wenn man's genau betrachtet. Jeden passiert irgendwelche Scheiße. Ob jetzt das große Vieh da ist? Nein, wage es nicht. Nein! Oh. Ich wusste es. Ich war schon fast weggeritten. Ich hasse denn ihre blöde Kickerei. Haut ab. Lass mich in Ruhe. Gott. Kamera, dreh dich. Ich seh nix. Altes Schulbuch. Oh. Sag mal. Jetzt reicht's aber auch. Können wir jetzt bitte? Dankeschön. Da ist was. Königs fahren. War ich schon lange nicht mehr. Ach, dann was laufen wir jetzt? Ich könnte mich eigentlich heilen, aber da oben kriege ich ja nochmal Medizin. Nein. Pfui, aus, bäh. Brav. Wie haben wir? 9 Stück, okay. Geh kaputt. Dankeschön. Keine macht die Mobs da unten wohl alleine. Und Emil folgt uns. Das ist schön. So. Ich überlege gerade, sollen wir dann mit der neuen Waffe dann gleich zum König gehen und ihn erst helfen oder erstmal dem Bruder? Obwohl, wenn wir schon mal hier sind, können wir eigentlich auch noch die Aufgabe von dem Bruder machen. Dafür müssen wir ja eh nochmal im Müllberg. Und da wir da eh noch öfters rein müssen, was soll's.
Was soll's? Hey there. Your weapon is ready to go. Great. Thanks. You know, with a weapon like that... You were going to say? I need to ask you for a favor. Oh, yeah? I want you to avenge my brother. That's a rather ponderous favor. It's my mission. It's why I've been creating these weapons for the past 4 years. I don't care about money. I only care about making a weapon strong enough to kill those bastards. What bastards? Dumme Frage, Nier. The ones in the mountain. That little shade and his robot. There are shades here? Your brother was killed by a shade? Yes. And what have we decided, hmm? It's killing time. Ja, ich meine, wir können ja hier auch immerhin so eine Steinplatte wiederfinden. Nee? Apropos Waffe. Das war, glaube ich, ein Zweihänder. Ja, da. Ui. Ui. Boah, extra schwer. Ich bin kein Fan von extra schweren Waffen, aber... Okay. Ich tu mal drüber hinwegschauen. Ja. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Nimm mal das. Wie haben wir denn jetzt? Ja, da ich jetzt nicht unbedingt mitten im Müllberg einen Cut machen möchte, werde ich jetzt hier kurz eine Pause machen. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Treffen. Let's Play Nier Gestalt. Also, bis dann. Ciao.